ziemlich klein und unscheinbar. Nur die wenigsten würden das als Knoblauch identifizieren, weil sie halt mehr zu, wahrscheinlich einen Knoblauch mit einer Zehe assoziieren und die meisten es einfach nicht gewohnt sind. Und heute soll es sich mehr um den Knoblauchanbau gehen. Also wann man ihn zum Beispiel pflanzt, die Pflege, die Ernte und was man alles damit daraus machen kann, speziell im Garten. Und dann werde ich euch noch erzählen, wie man zum Beispiel diese kleine Kugel hier bekommt. Jetzt im Februar habe ich nochmal Frühlingsknoblauch gesteckt. Heute ist zum Beispiel ein sehr schöner Tag bei 11 Grad und sonnig. Und man kann jetzt zum Beispiel diesen Frühlingsknoblauch bis zum März nochmal in die Erde stecken. Ich habe ihn dann ungefähr 5 cm tief in die Erde reingesteckt und mache ungefähr einen Abstand bei dem Knoblauch von 10 bis 15 cm. Ich habe auch im Oktober und im November meinen Herbstknoblauch reingesteckt. Das ist die Sorte von meiner Tante aus Kaliningrad. Das ist, der ist noch ein bisschen kälterobuster. Da ist er auch schon ein bisschen rausgesprießen. Also da treibt er schon etwas aus. Da kann man auch schon beim Erdbeerbeet kleine grüne Stielchen sehen. Und da habe ich jetzt auch ungefähr den gleichen Abstand wie beim Frühjahrsknoblauch. Der Knoblauch gehört zu den Mittelzehrern und hat jetzt nicht so die großen Ansprüche. Was er gerne hat, ist einen lockeren und humusreichen Boden und ihr solltet den auch nur mäßig gießen, also die Erde feucht halten, aber nicht zu feucht, also nass, weil dann kann es passieren, dass sich da Schimmel- oder Pilzkrankheiten bei der Knolle bilden. Von daher mal darauf achten, dass der Boden nicht zu nass ist und relativ feucht. Ich nutze den Knoblauch auch gerne als Mischkulturpartner. Zum Beispiel bei den Erdbeeren habe ich meinen Herbstknoblauch auch mit reingesteckt als Partner. Das hilft zum Beispiel gegen Grauschimmel bei den Erdbeeren. Was man auch noch zusätzlich machen kann, weil der Allicin verströmt, das ist dieser Stoff im Knoblauch, der für den Geruch verantwortlich ist, der halt Pilze zum Beispiel auch verjagt. Das heißt, dass ich dann auch bei Braunfäule tue ich auch sehr gerne in der Nähe von meinen Tomaten welche reinsetzen. Bei Gurken wegen dem Mehltau kann es auch ziemlich gut unterstützend sein. Oder auch bei der Kräuselkrankheit bei Pfirsichbäumen oder Nektarinen. Da setze ich den auch gerne unten drunter in die Baumscheibe, um so halt den Pilz auch ein bisschen einzudämmen und hier so eine kleine Art Prävention zu machen. Was ich auch sehr gerne mache, ist den Knoblauch in der Baumscheibe mit reinsetzen mit anderen verschiedenen Kräutern, damit ich hier eine Vielfalt habe gegenüber Wühlmäusen, weil die mögen jetzt zum Beispiel den Knoblauch nicht so und wenn halt die Vielfalt groß ist, dann knabbern sie ungern den Baum an. Und deswegen von daher Knoblauch, Klee und Petersilie, da geht es, habe ich auch schon mal so viele verschiedene Kräuter einfach als Baumscheibe, damit die Wühlmaus da auch kein Interesse hat. Knoblauch ist auch eine wunderbare Pflanze gegenüber Blattläusen und auch Spinnmilben. Da mache ich es zum Beispiel so, dass ich in meinen Hochbeeten, wo ich dann zum Beispiel Bohnen mit reinsetze oder auch Gurken, die halt die Bohnen anfällig sind für Blattläuse und die Gurken manchmal auch gegenüber Spinnmilben, dass ich die am Rand von meinem Hochbeet da reinstecke. Ich habe auch letztes Jahr welche drin gelassen bzw. vergessen. Da, wenn man die zum Beispiel vergisst, dann tut halt die Knolle Ausspringen und jeder einzelne Zeh sprießt raus. Was man da machen kann, ist zum Beispiel das Grün regelmäßig ernten. Dann hat man zum Beispiel jetzt im Frühjahr was für seine Suppe oder einen Salat zum Beispiel zu verfeinern. Jedenfalls hilft das halt der Knoblauch gegenüber Spinnmilben und Blattläusen. Was man auch machen kann, was ich zum Beispiel bei einer Jungpflanzenvoranzucht mache, ich mache mir einen Sud aus dem Knoblauch. Das heißt, dass ich so eine Knolle zusammenpresse und die in Wasser einlege. Das über eine Nacht bzw. einen Tag hinweg. Also ungefähr 24 Stunden, wenn man einen Kaltauszug machen möchte. Wenn man das warm macht, dann lässt man einfach Wasser aufkochen, legt da die Knollen geschnitten rein und tut die dann ungefähr eine Stunde ziehen lassen und füllt dann diesen Sud bei ungefähr 1 zu 10 mit Wasser, vermischt diese und sprüht dann regelmäßig so auf die Pflanzen und natürlich auch auf die Blattunterseiten. Und das mögen die Blattläuse nicht so gerne wegen dem Geruch, genauso wie die Spinnmilben. Bei Spinnmilben bitte auch noch die Erde mitgießen. Eine kleine Unterbrechung für eine kurze Mitteilung, und zwar habe ich zwei neue Kurse veröffentlicht, eine 42-Tage-Challenge für die Grundlage in die Permakultur und eine 22-Tage-Challenge für die Grundlage in die schleimfreie Heilkost, vegane Rohkost und dem Fasten. Beide Kurse findet ihr unten in der Videobeschreibung.
Knoblauch ist auch eine sonnen- und wärmeliebende Pflanze und am besten pflanzt ihr sie dort an, wo es ein bisschen windiger ist, damit sich nicht die Knoblauchfliege dort einnistet. Die tut sich dann im Schaft da einnisten und weil halt Knoblauch in der Regel recht anspruchslos ist und sehr wenig Schwierigkeiten hat zu wachsen und wenn die mal euch verwelken, der Knoblauch zum Beispiel eingeht, dann ist es meistens in der Regel die Knoblauchfliege, weil die auch keine Anzeichen hinterlässt, dass sie da eingenistet hat in dem Schaft, also in den grünen Sprieß zum Beispiel. Von daher auch da relativ gut achten. Bei mir in den Hochbeeten ist es halt an der Stelle recht windig und die Sonnenfalle sorgen nochmal zusätzlich dafür, dass der Knoblauch mit geschützt ist, beziehungsweise auch nochmal Sonne und Wärme mit abbekommt. Wann könnt ihr jetzt den Knoblauch ernten? Also den Herbstknoblauch kann man dann so ungefähr Juli ernten, so Mitte Juli. Und den Frühjahrsknoblauch so im August. Das merkt man daran zum Beispiel, wenn der Stiel, also das obere Teil vom Knoblauch zu zwei Drittel vertrocknet ist. Da macht es mein Vater zum Beispiel so beim Herbstknoblauch oder allgemein beim Knoblauch, dass er Mitte Juni, also vier Wochen so ungefähr vor der Ernte, den Stiel umknicken lässt, damit es nicht mehr die ganze Kraft ins Grün reingeht, also in den oberen Teil, sondern mehr in die Knolle mit reingeht. Wenn ihr den Knoblauch lange lagern wollt, dann achtet darauf, dass ihr nach der Ernte nur die Erde ein bisschen abklopft, die überschüssige, aber nicht abwäscht, weil die Erde noch etwas zur Konservierung mit beiträgt bzw. zur Haltbarkeit. Und versucht den halt zu trocknen, dass die Erde abtrocknen kann und hängt die dann an dem Schopf, sage ich mal, oder an diesen Stielen zusammen auf und hängt die halt irgendwo hin. So halten die auch richtig lange. Also mein Knoblauch, der ist immer noch frisch. Und wir haben jetzt gerade Februar und ich habe im November geerntet. Und so könnt ihr euch dann ein schönes Lager von Knoblauch machen. Kommen wir jetzt zum Abschluss zu dem Rundling. Also den bekommt man, wenn man den Knoblauch ausblühen lässt. Das heißt, dass man sich diese Bulbille, also diesen Knöppel oben am Stiel dann einfach ausblühen lässt, ausreifen lässt und davon dann diese Samen nimmt. Das sind dann so ganz kleine Liederkörnchen zum Beispiel bei der Knoblauchsorte und die dann in die Erde steckt. So, nach einem Jahr, also wenn man zum Beispiel anstelle von einem C nur so diesen kleinen Samen in die Erde steckt, dann bekommt man so einen Rundling. Das ist dann ungefähr äquivalent zu einer Knoblauchzehe. Und wenn man den dann nochmal reinsetzt in die Erde, dann bekommt man wieder einen großen Knoblauch mit vielen verschiedenen Zehen. Und so bekommt der dann so einen kleinen Rundling. Ich finde die halt recht praktisch, wenn man zum Beispiel etwas einkochen möchte oder nicht ganz so viel Knoblauch nutzt und dann irgendwie eine ganze Knolle aufreißen muss, sondern einfach nur so hier diesen kleinen Rundling. Manche tun das einfach praktisch aufs Brot. Machen. Das macht zum Beispiel mein Vater. Für zum Anbau von Knoblauch. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne auch kostenlos abonnieren und dabei noch auf die Glocke drücken. Werde ich immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Gerne auch unten etwas rein kommentieren, auch wegen dem Algorithmus. Und ich interessiere mich auch, wie ihr zum Beispiel einen Knoblauch anbaut, welche Mischkulturpartner ihr habt. Also einfach sich so regelmäßig austauschen. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr das Video teilt. Und weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr unten in der Videobeschreibung, Webseite, Merchandise, alles Mögliche unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin, ciao!